Kaum fallen sind Venen und Kapillaren, die sich verkürzend, erweitern und ob blau oder dunkelviolett sind. Dieser Zustand neigt dazu, sich in sehr sichtbaren Bereichen des Körpers wie den Venen und den Innenseite der Oberschenkel zu zeigen, was dazu führen kann, dass sie sich über ihr Aussehen verunsichert fühlen. Aber keine Sorge, ich habe ein Hausmittel, das Ihnen helfen kann, sie zu behandeln. Dieses natürliche und günstige Mittel ist wirksam und kann zu schnellen Ergebnissen führen. Er verbessert das Erscheinungsbild Ihrer Beine und beseitigt damit verbundene und genehmende Symptome wie Schwebegefühl, Krämpfe und Beischmessen. Das Beste ist, dass Sie für die Zubereitung nur zwei Zutaten benötigen. Die erste Zutat ist Koblau. Koblau ist ein großartiges Naturprodukt zur Behandlung von Krampfaden, da er die Durchblutung anträgt und die Entzündungen der Blutgefäße verhindert. Krampfaden werden durch eine übermäßige Blutansammlung verursacht und Koblau enthält Allicin und Ion, die Verbindungen, die Schwefel die Durchblutung verbessern können, um Blutgerinnsel zu verhindern. Koblau hat sehr starke entzündungshemmende Eigenschaften, was in diesem Fall großartig ist, um Schwellungen von Krampfaden zu reduzieren und Schmerzen durch Krämpfe und Kribbeln zu lindern. Jetzt müssen Sie zwei Koblau-Zehen vorbereiten und zählen. Es ist kein Hacken oder Zerkleinern erforderlich, einfach die Häute abziehen. Entsorgen Sie geschwächte Nägel und ersetzen Sie sie durch andere. Die gesäten Koblauzehen in einen kleinen Topf geben. Als nächstes müssen Sie Olivenöl zubereiten. Die Massage mit Olivenöl kann helfen, die Durchblutung zu steigern, was zur Linderung von Schmerzen und Entzündungen von Krampfaden unerlässlich ist. Bei der Kombination von Olivenöl mit Koblau hat diese Kombination eine starke entzündungshemmende, tosinierende und straffende Wirkung. Dieser Tipp, die Erweiterung der Venen und Kapillaren zu reduzieren. Darüber hinaus hat diese Kombination eine beruhigende Wirkung, die Ihnen helfen kann, die Beschwerden und Schmerzen zu lindern. Jetzt als 120 ml Olivenöl in den Topf geben. Stellen Sie den Topf auf einen Herd und halten Sie ihn bei sehr geringer Hitze. Kochen Sie das Öl nicht und lassen Sie es nicht auf hoher Hitze stehen. Wenn das Öl zu erwärmen beginnt, werden sich langsam kleine Bläschen bilden und größer werden, bis das Öl langsam kocht. Den Koblau im Öl bei sehr schwächster Hitze weiter kochen, dabei alle paar Minuten umrühren. 15 bis 20 Minuten lang oder bis der Koblau sehr zart und gar sind. Nehmen Sie den Topf vom Herd, öffnen Sie den Deckel und lassen Sie ihn dort eine Stunde lang vollständig abkühlen. Wenn das Öl abgekühlt ist, in ein Glas oder eine Flasche abseihen. Verwenden Sie keine Plastikgläser oder Flaschen, da diese die Eigenschaften des Öls verlieren können. Thank you.
Lassen Sie dieses Öl etwa 24 Stunden an einem dunklen, kühlen Ort ruhen. Wird ihr es an der Zeit, dieses Mittel auf Ihr Kramfaden anzuwenden? Nehmen Sie eine großzügige Menge des Öls und tragen Sie es mit sanften, kreisenden Bewegungen auf die Bereiche mit Kramfaden auf, um die Durchblutung anzuregen. Wiederholen Sie diese Schritte jede Nacht. Bereits in den ersten Wochen dieser Behandlung werden Sie eine deutliche Linderung von Schmerzen, Schwellungen und Kribbeln spüren. Sie werden sich viel besser fühlen.